Derby-Siege sind schön. Ich glaube, Marian Dada stimmt mir zu. Ja, sehr gut. Was sagst du zum Spiel heute Abend? War grandios, oder? Ja, erstmal die Atmosphäre war überragend heute gewesen. Es war ja voll gewesen. Also die Fans haben super Stimmung gemacht und haben uns teilweise getragen. Und 3-0 gewonnen, ist natürlich klasse. 7 Siege in Serie. Ist ja Wahnsinn. Ja, gut. Ich meine, wir spielen konzentriert. Und momentan läuft's und wir müssen einfach am Ball bleiben und so weiterspielen. Was ist das Erfolgsgeheimnis dieser Mannschaft? Der Zusammenhalt, die Bereitschaft, alles zu geben, zu jeder Zeit? Ja, wie gesagt, wir versuchen einfach konzentriert zu arbeiten, alle sind da an Bord und jeder versucht seinen Teil dazu beizutragen. Momentan läuft das super und wenn wir so weiterarbeiten, dann hoffe ich, dass wir noch ein paar Siege einholen. Gerade auf der Pressekonferenz hieß es, gerade das Defensivverhalten wird immer besser bei den Pinguins. Gegen Weißwasser gab es 2 Gegentore, heute gar kein Gegentor. Ist das so? Ja, gerade die Defensive nehmen wir uns eigentlich immer vor, dass wir da gut stehen, dass wir aus einer guten Offensive rauskommen und dann unsere offensiven Akzente setzen. Und heute hat es natürlich super geklappt ohne Gegentor und da müssen wir weiter so arbeiten. Jetzt bist du Kapitän bei den Pinguins. Wie kommst du mit diesem Amt zurecht auf dem Eis? Merkt man, du bist der Chef, du bist da, wo es brennt. Ist das so? Fühlt sich wohl? Ja, also ich habe eine super Unterstützung. Also ganz viele Spieler bei uns in der Mannschaft helfen da, uns weiter zu pushen und nach vorne zu bringen, da wo vielleicht irgendwas, was nicht passt oder so, das passend zu machen. Und wir haben da eine super Gruppe und das läuft schon. Ja. Danke. Bitte.